Sehr ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute hat es so ganz stark in mir drin gestupft mit dem Thema Leichtigkeit. Und vor allem die Plejaden wollen sich wieder mal melden. Sie haben mir gesagt, es sei wieder Zeit, dass du dich auch mit ihrer Energie wieder verbindest, um noch mehr in das bewusste leichte Sein hineinzukommen. Du merkst, gerade Leichtigkeit hat auch etwas mit bewusstem Sein zu tun. Ich liebe die Channelings der Plejaden. Sie sind immer so sehr tragend, fürsorglich, liebevoll und überhaupt nicht belehrend, sondern sie geben mir einfach immer wieder gute Impulse. Und ich hoffe für dich auch, dass du heute wertvolle Impulse bekommst, die dir vieles erleichtern werden, eben in die Leichtigkeit mehr und mehr zu kommen und diese alte Schwere, die wir immer noch in den Zellen manchmal noch haben, ganz loslassen zu dürfen. Die Schwere, das ist noch etwas so von 3D, die zieht und der Körper hängt manchmal auch noch hinten her. Mein Körper fühlt sich manchmal auch noch sehr schwer an und dann wieder sehr leicht. Also der ist noch nicht ganz in der Leichtigkeit angekommen, wie wir ja alle auch nicht. Oder Teil von uns. Ich werde da keine, wie soll ich sagen, etwas Bestimmtes sagen, was ich überhaupt nicht weiß. Ja, es kann ja sein, dass du vollkommen schon in der Leichtigkeit bist. Dann freut es mich für dich. Gut, ich verbinde mich mit den Plejaden und dir wünsche ich einfach für die nächsten Tage, Wochen oder überhaupt, dass du immer mehr und mehr in diese Leichtigkeit hineinkommst. Genieße die Energie der Plejaden. Lasse sie durch dich fließen. Ja, und schau, was geschieht bei dir, wenn du dich mit Leichtigkeit darauf einlässt. Es kam noch etwas Wichtiges. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du diesen Weg gehst. Danke dir. Ganz herzlich willkommen. Hier sind die Plejaden. Wir sind heute mehrere und lasse dich ganz auf unsere Energie ein. Während des Sprechens fließt Energie zu dir, die du für dich, für deinen Körper nutzen kannst. Stelle dir einfach vor, wie diese Energie von oben durch deinen ganzen Körper fließt, währenddem du zuhörst. Also du musst gar nichts Spezielles tun. Deine Absicht, diese Energie durch deinen Körper fließen zu lassen, reicht vollkommen. Und da sind wir schon beim Thema Leichtigkeit. Leichtigkeit ist Fluss. Leichtigkeit ist Spiel. Leichtigkeit hat überhaupt nichts mit tun müssen zu tun, sondern es geht darum, dass du mit dem Fluss gehst und nicht mehr mit dem Verstand. Dein Verstand möchte immer noch wissen, wie etwas ins Fließen kommt. Dein Herz mit der Leichtigkeit. Dies fragt nicht danach, wie,
sondern das möchte es fließen lassen. Und jetzt fühle mal schon dieses leicht Schwingende, das da ist. Dieses leicht Bewegende. Leichtigkeit hat viel mit Bewegung zu tun. Leichtigkeit hat viel mit Zulassen zu tun. Es auszuprobieren, statt zu studieren. Wenn du eine Idee hast, setze dich hin und lass die Informationen leicht zu dir fließen. Beginne nicht zu studieren, wie du das jetzt umsetzen könntest, was das jetzt sein könnte, sondern lass es zu, dass du in eine empfangende Haltung gehst. Leichtigkeit ist ganz viel mit Spiel zu tun. Wir betonen dieses Spielerische extrem noch einmal. Und Leichtigkeit hat nichts mit Leichtsinn zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass du die Verbindung zu dir selbst es einfach erlaubst, diese zu fühlen. Dass du die Verbindung zu deinem hohen Selbst erlaubst, mit Leichtigkeit zu fühlen. Dass du die Verbindung zu deinen Beziehungen, die du hast, dass sich dir leicht fällt zu erkennen, was gerade an Gefühlen in dieser Verbindung ist, welche Beziehungsform du gestaltest. Und lass auch zu, dass die Leichtigkeit dir zeigen darf, wie du deine Beziehungen fließender, leichter, freudvoller und friedlicher gestalten kannst. Und jetzt atme mal einfach ein, ohne irgendwas bewirken oder tun zu müssen. Wie fließt dein Atem, wenn du ihn zulässt? Er geht doch leicht. Wie fließen deine Gedanken, wenn du nicht im Karussell drehst? Fühle mal deine Gedanken, die da intuitiv zu dir kommen möchten, um dir Möglichkeiten zu bieten, Neues aufzunehmen und es leicht umzusetzen. Fühle die Intuition, wie es ist, wenn dir mitgeteilt wird, wie du etwas machen kannst, dass es in den Fluss kommt. Fühle diese Kraft in dir, zu wissen, ja, ich habe die Fähigkeit, alles mit Leichtigkeit zu erreichen. Und das Schlimmste, was mir geschehen kann, ist, dass wenn ich von jemandem etwas möchte, dass der Nein sagt. Die Schwere ist dann beleidigt und die Leichtigkeit kann es annehmen. Es folgt keine Enttäuschung, sondern es ist so. Der andere mag nicht, hat keine Lust, ist nicht die richtige Zeit dazu, ist nicht sein Thema. Und es hat absolut nichts mit dir zu tun, seine Reaktion. Leichtigkeit hat ganz viel auch zu tun mit Akzeptanz. Ihr habt immer das Gefühl, akzeptieren ist so schwer. Nein. Akzeptieren heißt ja sagen zu dem, was gerade ist. Und dieses Ja, das ist kein verstandenes Ja. Dieses Ja kommt aus dem Herz. Ja, so ist es. Und je mehr du Zugang zu diesem Ja findest, desto leichter fällt es dir, auch mit dir selbst
in Frieden zu kommen. Mit der Leichtigkeit kommst du immer mehr und mehr in dein Herzen hinein. Beziehungsweise du öffnest immer mehr und mehr dein Herz dafür, dass deine Leichtigkeit nach außen kommen kann und dein Umfeld auch von diesem unbeschwerten Komm, wir tun mal und schauen, wo es lang geht, profitieren kann. Leichtigkeit ist Herzlachen, ist Herzdenken, ist Herzfühlen. Stelle dir mal vor, wie das Leben fließt und du entscheidest, was du vom Leben bei dir annimmst. Du entscheidest, ob du vom Leben das, was es dir bietet, in Leichtigkeit empfängst und schaust, was du damit tust, oder ob es dir als Last erscheint und du dann Lasten trägst. Es ist nicht mehr die Zeit, wo du die Schwere des Lebens weiterträgst, sondern es ist jetzt die Zeit, wo du das Fühlen der Leichtigkeit des Lebens zu dir nimmst. Schau die Natur an. Sie lebt es dir vor. Manchmal kommt ein brausender Wind vorbei. Und es bewegt sich viel. Und manchmal knickt auch etwas, um dieser Bewegung nachzugeben. Leichtigkeit bringt dich in Bewegung. Leichtigkeit löst Blockaden in deinem Körper. Leichtigkeit bringt dich zum Tanzen, zum leicht weitergehen. Und Leichtigkeit bringt dich in die Freude und in der Freude ist der Frieden. Ja, Frieden hat ganz viel mit Leichtigkeit zu tun. Frieden ist kein Kampf, kein Aufgeben von etwas. Kein verloren haben, sondern Frieden ist Akzeptanz. Frieden ist einfach da sein mit dem, was ist. Und die Leichtigkeit erleichtert es dir, mit dem zu sein, was jetzt du gerade fühlst. Es war uns eine Freude, unsere Energie dir weitergeben zu dürfen. Und es ist uns eine Ehre, mit dir verbunden zu sein. Die Plejade.